Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und damit begrüße ich meinen Co-Moderator Tom Arte. Hallo Tom. Hallo Arti, schön wieder hier zu sein. Hallo an das junge Gemüse da draußen vor den Geräten. Ja, und wir haben aufgestaut hinter uns gebracht und es hat sich hier einiges aufgestaut wiederum bei ARD Alpha und da wollen wir doch Richtig. mal reinschauen. Was schauen wir Genau. denn jetzt? Wir schauen heute wieder unser Lieblingsformat Respekt kompakt, genau. Gendern ja oder nein? Also es geht heute einfach um das Thema Gendern. Ich habe Wollen wir jetzt schon leider gerade die auflösen? Seite. Ja, löst du mal bitte auf. Was denkst du, zu welchem Schluss werden die hier kommen? Gendern ja oder auch nein? die. Gendern ist richtig und wichtig und spreadet Visibility von Benachteiligten. Ja, genau. Oder? War ich jetzt Ja, ein irgendwie guter so. Ich denke, Parteisoldat? so wird es sein. Sehr schön. Damit können wir das beenden. Hat Spaß gemacht, Leute. Bleibt uns gewogen. Nee, Spaß. Ach so? Ja, Oh. es ist ziemlich klar, was uns hier erwartet. Also wir werden wahrscheinlich hier eine flammende. Also klar, die werden irgendwie so vorgeben, ja, die meisten Deutschen sind ja gegen das Gendern. So habe ich es auch schon im Vorschautext gelesen gehabt, den ich jetzt so auf die Schnelle in der offen habe. Jedenfalls, ja, die meisten sind zwar dagegen, aber es ist doch wichtig, irgendwie die Leute gleichberechtigt zu behandeln, auch in der Sprache und bla bla bla. Gut, also wir haben dann 50.000 Anreden in 3 Jahren. Alles gut. Kann gar nichts Ja. schief gehen. Ja, lass uns einsteigen. Gerne, gerne. Drück du dann auf Play, wenn du soweit bist. Die Mehrheit der Deutschen ist gegen das Gendern. Warum ist das so? Warum regen sich Leute so krass drüber auf? Welche validen Argumente gibt es denn? Ich reg mich schon auf, weil da Moderator Stern in steht. Ja, das ist, ja, es ist Warum könnte einfach es kein das Deutsch. stören? Es ist einfach kein deutscher Satz. Fein. Warte mal, bin ich dämlich? Christina Wolf? War das. Okay. Ach so, ich verwechsel die wahrscheinlich mit Christiane Wolf, oder? War das irgendwie eine Schriftstellerin? Ich mache mich gerade voll zum Ei, merke ich schon. Na Ach, du egal. meinst, ja, es gibt eine Schriftstellerin, die Wolf heißt, ja. Aber Ja. Okay, sie egal. ist doch. Sie ist doch definitiv eine Frau. Also da wird, wieso, klar, Moderator wäre Wow, wie perfekt. kommst du darauf, dass sie eine Frau ist? Also, wow, das war Tja, jetzt das hartes. hat mir die Glaskugel gerade berichtet. Also, ich sag das Mann. Nee, Spaß. Na gut, hören wir uns weiter die Frau an, ja. Gegen das Gendern und vielleicht das Wichtigste, können wir nicht doch einen Kompromiss finden zwischen geschlechtersensiblem Sprechen und der Anti-Gender-Fraktion? Genau das ist heute unser Thema bei Respekt. Ah, das wird wie bei 13 Fragen sein, so ein Kompromiss. Ihr kommt 2 Schritte auf uns zu, wir gar keinen und das nennen wir Kompromiss. Ja, genau so ist es. Genau so ist Geil, es. ich freue mich. Sehr geil. Seit ein paar Jahren ist es in Deutschland Gesetz. Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen können, haben nun die Möglichkeit, im Geburtsregister die Option divers eintragen zu lassen. Gendern bedeutet vor allem Und so. das ist so das Dümmste, was es gibt, finde ich. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Also, oder wie siehst du das? Also, das ist Naja, schon der. purer Irrsinn, finde ich. Einfach, was dann auch an Bürokratie anfällt, dass dann irgendwelche Dokumente neu gedruckt werden müssen und so. Ich wollte Ja. gerade sagen, also mein letzter Stand war, dass das unter 1000 Leute, eher so 300 oder so, in Anspruch genommen haben. In ganz fucking Deutschland. Und dafür ist eine riesige Abstimmung und wie du schon sagtest, Bürokratielawine ins Rollen gekommen. Ja, Was das wieder gekostet hat, möchte man fast sagen. ich habe da jetzt auf die Schnelle einen lustigen Artikel gefunden. Gut, dass ich den gleich gefunden habe. Und zwar Hamburg ist ja eine große Stadt. Hamburg hat ja, wie viele Einwohner? Ich google das mal schnell. Ich gucke 3 eine Million. Millionen. 1,8 Millionen Einwohner Oh, hat Hamburg. okay. So. Und in Hamburg gibt es jetzt die Möglichkeit, seit einiger Zeit, dass man sich den Geschlechtseintrag ändern kann. Weißt du, dass du dann auf dem Pass stehen hast, nicht männlich-weiblich, sondern vielleicht divers oder so. Also kannst du eintragen lassen in der Stadt Hamburg. Und in ganz Hamburg, von den 1,8 Millionen Menschen, gibt es 31 diverse. Doch Muss so man sich mal viele, vorstellen. doch so viele, Mensch. Also wenn ich das jetzt auf Deutschland hochrechne, dann sind wir doch schon. Das Ja. sind 0,0016%. Ja, aber in Deutschland sind das dann schon bald 1000, Mensch. Ja, Gut, wow, es krass. ist natürlich wieder die Großstadt, das musst du dann aufs Land wahrscheinlich mit einem Faktor 10 dividieren oder sowas. Ja. Ja, geil, also es ist. Wenn mir Ich jemand schick dir gesagt schon. hätte, der Bundestag beschließt bei irgend so einem Gesetz, was dann 300 Leute im Land berührt,
Mein jüngeres Ich hätte einfach mir einen Vogel gezeigt. Das ist unfassbar. Ich habe dir mal den Link geschickt, den tun wir dann wie unten, wie immer unten als Quelle reinballern. Das ist von der Jungen Freiheit ein Artikel. Das geht halt zurück auf eine Anfrage von der Fraktion, AfD-Fraktion in Hamburg. Die haben halt einfach mal gefragt, ja, wie viele Diverse gibt es denn hier in Hamburg? Und ja, 31 von 1,8 Millionen Leuten. Sehr geil, interessant. Geil, geil. Okay, kann ich weiter feuern hier? Gendern bedeutet vor allem, so zu sprechen oder zu schreiben, dass alle Geschlechter gleichberechtigt nebeneinander vorkommen und sichtbar werden. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Was? Ja, was ist denn das schon wieder? Was ist denn das schon wieder? Ja, dieses Symbol hier alleine, also das triggert mich ja schon. Ja, das ist, weißt das du, Diverszeichen. Ja, genau. Ich war jetzt so bei dem da rechts oben. Hä? Was soll das sein? Ist das ein Enterhaken? Oder was ist das? Ja, das ist so eine Mischform aus dem weiblichen und männlichen Zeichen. Ja, mich hat so erstmal gut weggeflankt hier, dass man überhaupt, dass es so dreigeteilt ist. Ich hätte es natürlich zweigeteilt erwartet. Für zwei Geschlechter. Aber hier ist es dreigeteilt. Ne? Ja, gut, in ihrem Kontext ergibt das alles Sinn, das ja. Ja, alles, schon. Alles aber schön. Es ist natürlich irrsinnig. Oh je. Und sichtbar werden. In der deutschen Sprache ist das nämlich nicht immer der Fall. Denn Personen oder Berufe werden grammatisch nur mit der männlichen Form bezeichnet. Radfahrer absteigen. Ja und? Also, ich bin ja inzwischen der Meinung, dass diese Geschichte, also Radfahrer, ist ja für alle gemeint in dem Kontext. Ja. Weil ich glaube nicht, dass der weibliche Radfahrer durchbraust. Ne? Ganz klassisch. Das heißt ja aber wiederum, dass der Mann oder die männliche Form unsichtbarer wird, wenn seine Form sozusagen für alle als Platzhalter gilt. Könnte man auch so rum argumentieren. Finde ich, könnte man tatsächlich auch so rum argumentieren, ja, weil wir haben nicht so eine Sonderstellung, also für das Männliche, dass man sagt, die Radfahrer Herren oder so, wir sind ein Teil von dem Ganzen. Und Frauen sind dann was Besonderes. So könnte man das auch argumentieren. Und es ist derselbe Irrsinn, nur andersrum. Also jeder, der jetzt hier meint, ja, das ist ja Quatsch, was der sagt. Nee, es ist nicht. Also andersrum ist die Argumentation genauso dämlich. Würdest du denn die weibliche Form konsequent abschaffen wollen? Also nee. Radfahrerin? Quatsch, also man sagt, es gibt nur noch Radfahrer und man sagt dann männliche Radfahrer, weibliche Radfahrer. Nee. Auf keinen Fall. Also generell, ich finde es ja dämlich, irgendwie bestimmt zu wollen, ob man irgendwas abschafft oder nicht. Das muss ich einfach über die Leute. Die Leute müssen ihre Sprache selbst regeln, weißt du? Also die Sprache formiert sich ja dadurch, wie die Leute sprechen. Ja, aber du siehst ja, die wollen ja mit allen Mitteln und Wegen die Leute zum Anderssprechen animieren, indem sie ja Propaganda fahren jahrzehntelang. Ach, ja? Du würdest das jetzt tatsächlich vorschlagen als Gegenpropaganda-Instrument oder was, dass man Radfahrer innen abschafft? Also das innen? Also Radfahrerin, die weibliche Form. Also wenn du wirklich sagst, dass mit Radfahrer alle gemeint sind, warum dann diese Extrawurst? Wie gesagt. Okay, das finde ich wild jetzt. Naja, weil du ja auch eine spezifische Gruppe von Frauen bezeichnen kannst, weißt du? Also, ja, und wie bezeichnest du dann die spezifische Gruppe von männlichen Radfahrern? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Weil wenn ich sagen will, die Radfahrer, dann müsste ich in dem Fall tatsächlich sagen, ja, die männlichen Radfahrer oder so. Um das ganz klar zu machen. Ja, ich verstehe schon, wo du hin willst. Das ist genau, du machst es eigentlich gerade ganz geschickt. Das ist genau diese Spiegelung von diesem absurden Argument. Richtig. Aber wir haben den Krieg nicht angefangen. Mein Argument ist halt nur, oder mein Standpunkt, nicht an der Sprache irgendwie rumdoktoren zu wollen. Also das kann man gerne für sich machen. Ich meine, das ist ja das Schöne an Sprache, dass man in dem Sinne keinen Regeln unterliegt. Also die kann jetzt nicht jemand einsperren, wenn du bestimmte Wörter benutzt. Also sei diesen Strafrechten relevant. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel ganz viele Anglizismen benutzen willst oder du willst jetzt anfangen, alles, was du sagst, in Reim zu halten, du willst den ganzen Tag Reim, dann kannst du das machen. Und wenn das die Leute cool finden, dann machen die dir das vielleicht nach. Klar, das ganz normale, organische von unten entwickeln. Genau, ja, von unten. Ja. Okay. Wobei ich da noch historisch einwenden würde, die Duden-Geschichte zum Beispiel, ja, also das war ja das erste Standard-Sammelwerk für Hochdeutsch, die kam ja mehr oder weniger von oben tatsächlich, weil es eben so viele in diesem Flickenteppich von Deutschland, der es damals war,
ja, Dialekte gab und man irgendwie versuchen musste oder wollte, dass es eine Hochsprache gibt. Das ist richtig. Gilt übrigens nicht nur für Deutschland, sondern auch für alle anderen Länder. Also das kam einfach mit der Zeit des Buchdrucks auf. Ich meine, dass man alles formalisierter hat und dann hat man sich ja auch auf Schreibarten geeinigt und so. Man wollte ja die Bücher in der Sprache breit absetzen. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich hatte mal einen Linguistikkurs belegt, eine Vorlesung, ging es halt um Englisch und genau, da wurden auch genau solche Themen angesprochen, dass halt ja mit der Zeit des Buchdrucks dann diese Standardisierung aufkam. Und seitdem die Sprache, zumindest was Geschriebene angeht, ein Stück weit stringenter ist. Also die unterliegt jetzt nicht mehr so vielen Wandlungen wie vorher. Aber ja, das ist ja nochmal was anderes. In meinen Augen, wenn man sagt, man einigt sich jetzt auf eine Mundart einheitliche Schreibweise, als dieses, wir denken uns neue Kunstwörter aus, noch und nöcher. Das ist für mich nochmal eine andere Ebene. Du meinst das jetzt auf das Geschlecht bezogen, ne? So Sachen wie Ens und so. Ja, daher klar, das ist natürlich dämlich, ja. Okay. Lass Jetzt mal haben wir ja ganz schön weitergucken. Eben, eben, verweilt. eben. Lass mal weitergucken. Damit sind aber nicht nur männliche Radfahrer gemeint, sondern auch Frauen und diversgeschlechtliche Menschen. Oder Ärzte verdienen mehr als Arbeiter. Auch hier sind nicht nur Männer gemeint. Diese Verwendung der männlichen Form als allgemeingültiger Oberbegriff bezeichnet man als das generische Maskulinum. Frauen und diversgeschlechtliche Menschen fühlen sich dabei aber oft nicht mitgemeint. Wissenschaftler haben herausgefunden, wird Da will ich mal kurz einhaken. Frauen und diversgeschlechtliche Menschen, die fühlen sich dabei häufig nicht mitgemeint. Also wo nehmen die denn das her? Ja, Ja, jetzt das ist kommt eine wieder knallharte diese. Lüge. Oder ich prophezeie, jetzt kommt wieder diese eine Studie mit diesen Schulkindern. Mit diesen 30 Schulkindern, die da gemacht haben. Wo es hieß, Erzähl mal bitte. da hieß es, könntest du dir eher vorstellen, Astronautin zu werden? Oder irgendwie so war die Fragestellung. Also vorstellen und fühlen. Und da kam dann raus, ja, also wenn da Astronautin steht, dann könnte ich mir das eher zutrauen. Als wenn der Astronaut Also, steht, oder was? genau, ja. Okay. Man hat aber nie geschaut, was ist aus den Kindern denn geworden. Weißt du? Also das ist einfach nur so eine Momentaufnahme mit 30 Leuten, Kindern. Ich verstehe. Ja, ich habe davon, glaube ich, schon mal gehört. Und das ist das Beste, was sie haben. Also das ist, Das Beste, was ich man. prophezeie, das kommt jetzt wieder. Ja, Aber okay, weiter straf mich geht's. lügen. Ja. Gefunden, wird nur die männliche Form genannt, stellen sich die meisten Menschen auch nur Männer vor. Bürgermeister, Busfahrer, Sozialarbeiter, Bäcker. Studien haben sogar gezeigt, wenn bei Stellenanzeigen nur die männliche Form angegeben war, wurden Frauen sogar als weniger qualifiziert oder passend wahrgenommen. Das ist ein Grund. Moment mal, hat das jetzt bei dir auch so gehakt, das Video? Nö, gar nicht. Ach so, okay, wir müssen leider nochmal zurückmachen. Bei mir hat es gerade sehr robotert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat man ein technisches Problem hier mit Syncplay. Ich mach nochmal los. Das ist ein Grund, warum Stellen Läuft heute das bei dir? geschlechtsneutral ausgeschrieben werden müssen. Nee, jetzt sind wir, glaube Eine ich, gendergerechte asynchron. Ah, jetzt Sprache geht's soll wieder los. deshalb zumindest Sprache. Okay. Jetzt habe ich so einen Duden im Bild, du auch? Bei mir steht Geschäftsführer MWD im Bild. Ich glaube, dann sind wir leicht asynchron. Aber ich drücke jetzt mal Ja. selber Play, ja? Ja, bitte. Eine gendergerechte Sprache soll deshalb zumindest sprachlich eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern schaffen. So, hast du jetzt so ein Dreieck mit so einem Duden? Ja, ne? Ja, Okay, dann sind genau. wir jetzt wieder synchron. Sehr gut. Okay. Alle, die gemeint sind, Punkt. sollen auch sichtbar gemacht werden. Zum Beispiel, indem eine neutrale Form verwendet wird, Lehrende statt Lehrer. Oder indem eine Sprech- oder Schreibweise benutzt wird, bei der in einem Wort alle Geschlechter mit gemeint sind. Dabei wird zwischen männlicher und weiblicher Endung zum Beispiel ein Sternchen, ein Doppelpunkt oder ein Unterstrich eingefügt. Also schon, dass sie nicht selber sich auf eine Form festlegen können, Eben. ist ja so absurd. Eben. Und du kannst da ja wirklich jedes Sonderzeichen da reinballern, Ich an bin für dieser eine Stelle. Wurzel übrigens. So ein Wurzelzeichen. Ja. Ja, oder ein Dollarzeichen oder ein Unzeichen. Oder, da geht ja alles auf der Tastatur. Wieso Also. eigentlich nur ein Zeichen? Also es finde ich ein bisschen Ja. wenig für die ganzen vielen Dinger. Weißt du? Ja. Ja, am besten, man tut sogar noch dem Zeichen irgendeine Bedeutung geben, dass das Stern steht für Inter und Doppelpunkt für Trans und was weiß ich. Oder du musst so eine Flagge jedes Mal hinmalen, so eine Stolzflagge. Ja, genau. Lehrer Deutschlandflagge in. Oh, wie geil wäre das denn? Ihr habt mich, Ja. Leute.
Aber ich habe auch als Scheiß erzählt, also die haben nicht mal diese Studie, die ich da beschrieben habe, aufgeführt. Da hieß es einfach nur, es gibt Studien. Studie, Bro, ja. Also nicht mal irgendwie eine ne Quellenangabe, gar nichts. Okay, weiter. Und beim Sprechen eine kurze Pause gemacht. Lehrerin. Die Debatte um eine gendergerechte Ausdrucksweise wird sehr emotional geführt. Während die einen denken, Gendern würde Frauen und diversgeschlechtliche Menschen sichtbarer machen, fürchten die anderen, dass die deutsche Sprache mutwillig verschandelt würde. Auch wieder schönes Framing. Die einen denken und die anderen fürchten sich. Ja, sehr gut, dass du das ja, hier anbringst. Ja, das ist dieses typische Agieren mit Verben. Also, das hast du ja auch in einem Spiegelartikel, wenn zum Beispiel Trump etwas sagt, der sagt es nicht, der poltert. Ach so, oh schon, ja. Trump poltert und Ja. Merkel sagt, so ist mir das schon damals aufgefallen. Antwortet gelassen oder so, ja. Genau, oder gibt zu bedenken und Trump posaunt hinaus oder so. So sind dann die Verben. Und hier ist es genauso. Also jeder, der schon mal sich ein bisschen selbst schriftstellerisch versucht hat, weiß, dass man mit Verben viel ausdrücken kann. Also es ist halt ein Unterschied, ob man sagt, das Auto fährt schnell über die Straße oder das Auto rast über die Straße. Also Verben haben halt eine starke Ausdruck. Ach je. Also es läuft ja wieder die Filming GmbH im Hintergrund auf Ja, auf Hochtouren. Hochtouren. Das machen die halt sehr geschickt, klar. Ich treffe mich jetzt hier in München im Univiertel mit Theresa alias B-Man, so ihr KünstlerInnenname. Und der verrät ja schon. Theresa hinterfragt gern alles, was mit Geschlecht zu tun hat. Beim Musikmachen oder Auflegen, wenn sie Theaterperformances spielt oder als Teil des Kunstkollektivs Wut dem Show wie Nachtleben den Kampf ansagt. Ich tippe jetzt mal ganz frech, du genderst. Ich gender mein Schriftbild, meinen Sprech und ja, genderst du dann? Alter, das wird ja immer verrückter. Aktivistin Stern und DJ Stern. Was ist denn da los? Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, heißt DJ Disc Jockey, also ein englisches Wort, das wird immer Ja. wilder. Gut, man könnte jetzt sagen, ja, DJ, weibliche DJs werden ja oft als DJane bezeichnet. Habe ich auch schon häufig gelesen. Kennst du den Begriff? Nee, tatsächlich noch nie gehört. Ach so, echt noch nie? Spannend. Ja, okay. Also ja, weibliche DJs, die heißen oft DJane, also Das ist ein DJANE. schönes Wortspiel. Ja, ist eigentlich auch Schwachsinn, ja, weil, wie du schon richtig meinst, das Wort Jockey, das kann ja im Englischen für beide gelten. Also Ja. Disc Jockey. Ja, vor allem B-Man, ach, ja, dieses Man dann auch mit Ä und ach, da passt halt mal wieder alles nicht zusammen. Also das ist so dieses typische linke, ja, Sie will was dieses Besonderes sein, oder? Auf genau, Teufel komm raus. genau, was besonders sein. Wir wollen so der Sprache umgehen. Ja, und dann auch hier mit dem AKA, klar, also known as, aber müsste das denn in der deutschen Doku hier so bringen? Kann man denn nicht schreiben? In Klammern Auch Künstlername, bekannt als Doppelpunkt. fertig. Ja, gut. Aber gut, ich meckere auf hohem Niveau. Ich selber tue auch zu viele Anglizismen verwenden. Ja. Kleine Wette, was denkst du, ist sie so eine richtig hundertprozentige, die das wirklich so verinnerlicht hat, dass sie 5 Minuten geradeaus reden kann und das durchgendert? Oder ist sie so ein Modevieh, was so 3 Sätze sagen kann und dann verfällt sie in die normalen Muster, weil es bequem ist? Ich denke, die ist ein Zwischending. Ich denke, die wird eine hundertprozentige sein, in dem Sinne, dass sie es die ganze Zeit machen will. Aber ich denke einfach, da werden auch Fehler passieren, dass man manchmal aus Versehen vergisst zu gendern. Wäre jetzt so mein Tipp. Schauen wir mal. Ja. Und ja, genderst du dann konsequent immer, quasi privat wie beruflich? Ja, ich gender konsequent immer. Und ich habe aber FreundInnen, die das nicht machen. Es ist unangenehm und ich spreche es dann auch an und dann führe ich diese unangenehmen Debatten. Aber die Einsicht kommt, es ist logisch und dann ist es nur ein Gewohnheitsding. Warum? Es ist doch nicht Wow. links, das ist logisch. Ja, vor allem die Einsicht kommt, denn es ist logisch. Also sie spricht mit ihren FreundInnen und dann kommt denen die Einsicht. Also das halte ich für strikt gelogen. Ich habe Oder die gerade Freunde dieses. sind einfach hart genervt von der Frau. Die sagen, boah, ey, die Alte schon wieder. Komm, die nervt mich. Dann, also gerade Frauen sind da ja auch häufig sehr, ja, leichter, also schneller sozial angepasst. Weißt du, was ich meine? Die wollen Streit Konflikt vermeiden. vermeiden, ja. Genau. Die sagen dann, ah ja, komm. Da kommt wieder die, wie heißt sie, B-Man? Die kommt wieder an mit ihrem Scheiß. Ja, dann sage ich halt jetzt mal KünstlerInnen oder so. Aber ich erkenne gerade ein Muster. Beeman, Bijan Tavassoli. Ja. Oha.
Ja, gut, weiter. Warum achtest du auf, wie nennst du es eigentlich, geschlechtersensible, neutrale, gerechte, wie auch immer Sprachen? Ja, also ich gender meinen Sprech, weil es mir wichtig ist, niemanden auszuschließen und alle mitzunennen. Ich finde ja auch dieses meinen Sprech ganz schlimm, muss ich auch sagen. Ja, ja. Aber gut, das also, ist wenigstens noch Deutsch irgendwie. Ja, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist alles so, so diese Kinder-Jugendsprache irgendwie, ich weiß es nicht. Und dafür und ist sie zu alt, die Frau. Ja. Sie wiederholt jetzt eigentlich nur das, was die ganze Zeit schon lief mit ich will alle ansprechen, alle mitnehmen. Also es ist, ja, einfach nur nochmal alles aufgewärmt aus den ersten 3 Minuten. Was in dem Beitrag schon kam, sagen, ja. Ja. Ja, sie ist jetzt das lebende Beispiel dafür. Ich dachte, jetzt kommt so eine, sie geht jetzt an so eine Tafel, macht so eine, wie so einen mathematischen Beweis, so eine logische Herleitung, warum das jetzt ja, vielleicht kommt das was nicht kommen wird. Das heißt, Frauen, Männer. Es gibt auch Personen, die sich eben nicht in das binäre Geschlechtersystem einordnen und sagen, nein, ich bin weder Frau noch Mann oder ich bin gar kein Geschlecht. Wärst du dafür, dass Gendern... Ich will mal kurz hier nur darauf eingehen, wie die Rechte hier so eifrig nickt. Also, ja. Also, Ich bin ja durch meine Thüringer Verwandtschaft so ein bisschen mit Verkaufsfernsehen in Berührung gekommen, leider. Und da hast du auch so dieses... den Verkäufer, der so ganz schlau ist, und dann hast du so diesen Trottel, der immer so die Stichwörter gibt und dann immer so den Erklärungen los. Ja, ja, das ist ja wirklich praktisch. Sollte man sich schon kaufen. Und das ist genau das hier. Kann ich mit dem Messer denn auch Tomaten schneiden? Oder so? Ich hab da mal geht was das auch für mein Brot? Ja. Oh ja, natürlich. Ja, genau, wird dann das ausgepackt. Bleibt das denn auch scharf? Da haben wir diesen Schleifstein. Für 49 Euro gleich mit. Ach Gott, das ist so peinlich. Dass Gendern angeordnet wird, dass zum Beispiel in Behörden, Universitäten, you name it, also, dass es verpflichtend ist. Ich finde so eine Moralinstanz oder so ein Regelwerk ein bisschen schwierig. Ich finde, es sollte mehr an die Verantwortung der Leute appelliert werden, tatsächlich für ihre Handlungen Verantwortung zu übernehmen. Weil wer sozusagen seine Sprache nicht gendert, der übernimmt auch keine Verantwortung für seine Handlungen. Dieser Satz ist wirklich geil, oder? Wer das seine ist Sprache so wie, nicht gendert, wer hier nicht, keine Verantwortung. Wer hier nicht gendert, der lässt Babys verhungern so auf dem Land. Ja, genau, ja. Wie krass. Vor allem finde ich das auch interessant, generell diesen Term Verantwortung, dass sie den jetzt reinbringt, weil das ist ja eigentlich ein sehr konservativer bis rechter Standpunkt, weißt du? Ja, oder Verantwortung für sich auch selbst. Ja, Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und auf der linken Seite ist es ja oft, naja, du musst keine Verantwortung übernehmen. Wenn du jetzt irgendwie in der Scheiße sitzt zum Beispiel, dann ist es nicht deine Schuld. Dann musst du nicht Verantwortung übernehmen. Dann ist das erstmal die Schuld der anderen. Die anderen müssen dir helfen. Weißt du, ich bin sogar ein bisschen jetzt enttäuscht in dem Sinne, der Moderator hat so gefragt, ja, wie stehst du dazu, dass es jetzt in Institutionen vorgeschrieben wird und so. Und sie sagt tatsächlich hier, ich finde das eigentlich nicht so gut. Da dachte ich, oh. Und dann kommt dieser Satz und ach Gott. Geil. Also sprich, ich will es nicht vorschreiben, aber wenn ihr es macht, seid ihr mindestens ein Mörder. Hast du jetzt eigentlich absichtlich gesagt, der Moderator hat gefragt? Ja. Wir müssen das ja normalisieren, also fangen wir mal selber damit an. Also, dass wir jetzt gar keine weiblichen Formen mehr benutzen, das müssen wir jetzt wirklich durchziehen. Okay. Weil es ist ja egal, ist, was sie zwischen den Beinen hat als Moderator. Aber ist das, ja, dann ist das hier nicht die Frau, sondern der Mensch oder was? Na, egal. Du meinst Handlungen, das heißt jemand, der nicht gendert, verhält sich schon latent sexistisch zum Beispiel oder queerphob. Genau, und diskriminierend und hat halt auch bestimmte Sachen noch nicht mitreflektiert, nämlich, dass es Geschlecht gibt und dass es eben auch mehr als zwei Geschlechter gibt. Also das regt mich ja schon seit Jahren auf, immer dieses phob. Ja, na sicher. Das heißt ja forscht auf Deutsch und ich bin nicht zum Beispiel, jetzt mal anderes Thema, islamophob. Also ich fürchte mich nicht vor dem Islam. Ich lehne ihn halt einfach nur hier ab. Richtig, richtig. Deswegen fürchte ich mich. Ich mach nicht, guck nicht immer unter das Bett, ob er gerade mit mir im Raum ist, wenn ich mich schlafen legen will. Also so eine Scheiße. Ja, genauso hier mit dem Thema queerphob. Na klar, man ist jetzt nicht
Fürchtest du dich nicht vorm Transmob? Ja, wie du richtig sagst, also natürlich nachts in meinen Schrank gucken, oh Gott, hoffentlich ist da kein Queerer. Alles gut. Oder das, ja, dass ich auf der Straße mich umgucke, oh shit, da ist ein Queerer, schnell die Straßenseite wechseln. Nee, ist natürlich, ist natürlich Unsinn. Ey. Ach Gott. Mach Ja, du mal weiter, weil ich sehr. hatte gerade eben wieder ein kleines Synchronisationsproblem. Ich denke, mein Wir von Respekt Ja. haben, wie viele andere Redaktionen, irgendwann mal damit angefangen zu gendern. Das heißt, wir haben an die Hauptwörter das Innen hingeklatscht. Ich stelle euch jetzt jemanden vor, der damit aber ein Riesenproblem hat und sich ganz öffentlich gegen das Gendern in den Medien ausspricht. Jetzt muss ich aber mal sagen, das ist jetzt Premiere, oder? Dass die Was? wirklich jetzt mal jemanden von der anderen Seite zu Wort kommen lassen. Das war in den Das ist anderen Dingern noch interessant. nicht, ne? Das war immer Stimmt. Kreisgewichte. Eben, das war ein extremes Kreisgewicht in dem Format. Zum Beispiel, am meisten ist mir das auch gefallen, da war dieses Thema Ostdeutschland, Ach dass Gott. die so rechts werden, weißt du noch? Da Ja. haben die dann, da sind die dann wirklich ins linke Jugendzentrum gegangen oder zu irgendeinem eher politisch neutralen, bis wahrscheinlich eher politisch linken Künstler oder so, aber mit einem Rechten oder einem AfDler oder was ich mit eben von Freien Sachsen oder so, hat man da gar nicht geredet. Und so war das eigentlich bei all diesen Formaten auch. Zum Beispiel, was wir hatten, das war hier. Gott, wie war das? Das war hier die Verschwörungstheoretiker. Stimmt, stimmt. Ja. Und da hat sie die Aussteiger, aber du hattest jetzt keinen wirklich, der aktuell Verschwörungstheorien verbreitet, weißt du, der daran noch aktuell glaubt, zum Beispiel. Ja, und selbst die Aussteiger waren ja so blass, die durften drei Sätze sagen und waren wieder raus. Also. Ja, na klar. Klar. Ich bin jetzt gespannt, ob das wirklich hier eine Gegenrede wird. Bin ich richtig gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, das geht bei mir technisch. Ich hatte jetzt gerade gar nichts verstanden, aber durch deine Erzählung konnte ich jetzt mitkriegen, was Sache war. Ja, irgendwie ist das Video bei mir vielleicht komisch runtergeladen worden. Naja, wir schauen einfach Drück nochmal. mal die Keine Daumen Sorge. Ja. jetzt. ÄrztInnen oder LehrerInnen. Es kommt mir ehrlich gesagt kaum über die Lippen. Ich selbst rede nie so, aber ich höre es immer häufiger. Es wird gegendert, also krampfhaft auf geschlechtergerechte Sprache geachtet. Und immer mehr machen mit bei diesem verrückten Sternchen-Zeitgeist. Mir gefällt das gar nicht. Am Ende sprechen alle Politiker, Journalisten und Professoren, zugespitzt gesagt die Elite, im Gender-Hochdeutsch. Die Leute außerhalb dieser akademischen Wohlfühlblase reden aber ohne diese sinnlose Sprachverrenkung. Und damit spaltet das gut gemeinte Sternchen, das es ja allen recht machen will, nicht nur die Worte in ihrer Mitte, sondern auch unsere Gesellschaft. Julia Ruß ist eine Kollegin von mir, hier im Bayerischen Rundfunk. Sie ist 28. War ja aber, also ich bin jetzt überrascht. Ich hatte zwar die ganze Zeit das Gefühl, das ist so eine Klosse auf die Gegenargumente, aber die scheint das ja tatsächlich zu meinen. Was ich jetzt nicht ganz gerafft habe, das war ja so sehr, sehr produziert. War das jetzt ein Ausschnitt aus einem YouTube-Video oder so? Oder Könnte sein, ja. weil was mir auch aufgefallen ist, einfach von der Machart, diese Grafiken im Hintergrund, die sind, naja, wie soll ich sagen? Ja gut, das passt schon ein bisschen zu dem Stil vom restlichen Format, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das war doch ein bisschen ein anderer Stil. Ich will es nicht direkt sagen, liebloser. Auch unten mit diesen Untertiteln, das war ja sonst nie so bei allem, was hier gesagt wurde. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt aus einem anderen Video. Auch so Wisst das ihr? Farbspektrum ist anders, ne? Eben, das wirkt auch viel blasser. Also das ist irgendwie eigenartig, ja. Das hätte mich interessiert, wo das her ist. Naja, egal. Okay. Damit spaltet das gut Wegen gemeinte Sternchen, das es mir. ja allen recht machen will, nicht nur die Worte in ihrer Mitte, sondern auch unsere Gesellschaft. Julia Ruß ist eine Kollegin von mir, hier im Bayerischen Rundfunk. Sie ist 28 und sie findet es blöd, dass so getan wird, als wären alle jungen Frauen fürs Gendern. Und dass irgendwie fast von ihr erwartet wird, dass sie es auch machen soll. Das will sie nicht, weil sie es unnötig kompliziert findet. Elitär, abgehoben. Und sie hat noch einen anderen, für mich jetzt eher überraschenden Grund. Sie findet Gendern sexistisch. Also, man möchte meinen, dass es ja gerade das Gegenteil davon ist. Eigentlich gibt es da zwei Strategien immer, wie man Gleichbehandlung durchsetzen kann in der Welt oder in der Sprache. Einerseits diese krasse Sichtbarmachung, immer die Geschlechter penetrant in die Sprache reinpacken, was ja das Gendern eigentlich macht. Und auf der anderen Seite die Neutralisierung, also dass man das Geschlecht so gut wie möglich aus der Sprache raushält. Und eigentlich nur, wenn es wirklich relevant ist, dann vielleicht die weibliche Form verwenden. Und so ein bisschen diese gegenteilige Entwicklung symbolisiert für mich. Das bin ja ich. Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt so ein bisschen gedacht, als das hier losging mit dem Sexismus. Das ist ja eigentlich so ein klassischer Fall von Auslinken, oder? Du bist gegen eine linke Sache und dein Argument, warum du gegen die linke Sache bist, ist eine andere linke Sache. Halt, Ja, ich dieses glaube, Sexismus-Ding. ja, könnte man so sehen. Aber ich glaube, ihr Punkt ist halt immer noch, dass, jetzt bleibt man mal hier bei dem Beispiel Journalismus oder Journalist,
dass es egal sein sollte, was da zwischen deinen Beinen hängt. Also sobald du sagst, sie ist eine Journalistin und er ist Journalist, dann klingt das ja so, als gäbe es da irgendwelche fachlichen Unterschiede. Als hätte sie eine andere Schule besucht, die, ne? Und das will sie halt aufheben, dieses. Also eigentlich so, wie es in der DDR war. Da war man halt Träher oder was weiß ich, Maurer. Gut, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ja. Schön finde ich hier auch tatsächlich, dass die andere wieder nickt, tatsächlich. Also die hat jetzt keine so eine Abwehrhaltung oder sowas. Also die ist tatsächlich aufgeschlossen, finde ich interessant. Ja, ja. Das ist ja das Interessante, denke ich, weil du vorhin gemeint hast, ja, es ist spannend, dass jetzt hier mal eine von der Gegenseite zu Wort kommt. Dieses Thema Gendern, das ist ein Thema, über das man noch reden kann und darf, weißt du? Vor allem auch, weil die Linken sehr genau wissen, dass sie da arg in der Minderheit sind. Also, dass die breite Mehrheit der Deutschen gegen das Gendern ist. Wenn du jetzt aber dasselbe jetzt zum Beispiel Thema Migration machen würdest, da würde die längste so dastehen. Und da würde die, wie wir vor uns besprochen haben, da wirst du noch nicht mal in so eine Sendung eingeladen. Da wirst du noch nicht mal gefragt, da wird nur über dich gesprochen. Weil da sind wir leider als eine Masse vielleicht nicht zu klein. Ich meine, laut Umfragen zum Beispiel, Migration wird ja häufig abgelenkt, aber die, wie soll ich sagen, die Meinungsmacht ist an der Stelle geringer. Du weißt, was ich meine. Ja, also vielleicht auch, weil dieses, wenn du fürs Abschieben bist zum Beispiel, dass da noch die Nazi-Keule zieht. Hier, wie wissen du beim Gendern? Klar, da gibt es vielleicht so eine Sexismus-Keule, aber die ist ja auch eher stumpf tatsächlich. Eben, ja. Ja, und, ja wie du schon sagtest, die haben vielleicht so erkannt, dass sie sich bei dem Thema ein bisschen zu schnell oder einfach prinzipiell verrannt haben. Ja. Und versuchen da jetzt irgendwie die Wogen zu kletten, auch weil es nicht ihr Hauptthema ist. Genau, und weil sie wollen sich ja auch nicht das Wahlvolk verkraulen, sage ich mal, mit solchen Grenzthemen. Also, dass sie dann sagen, ja, dass die Leute dann sagen, oh Gott, ja, das ist mir alles zu irre, jetzt gehe ich zur AfD. So. Ich meine, das ist denen ja selber klar, dass es auch dass solche Stimmungen gibt in der Bevölkerung. Und ich will bloß darauf hinweisen, also in der Behörde und so wird schon von oben immer schön Druck gemacht zu gendern. Ja, na, unbedingt. Also, und ich kenne einen, der das nicht macht, der durfte dann zur Gleichstellungsbeauftragten hin. Ja, ohne klar, Scheiß. Klar. Also, klar. Nichts mit freiwillig. Kannst dann freiwillig zu den Parkplatzwächtern wechseln. Ich habe ja auch mal im öffentlichen Dienst gearbeitet hier in Sachsen. Und boah, war das schrecklich. Allein schon die E-Mails, die da mal rausgingen, wie da gegendert wird. Und dann gibt es tausend Beiträge von wegen, ja, die Gleichstellungsbeauftragte hat jetzt das wieder rausgegeben und oh diese Gott. Richtlinie haben wir jetzt. Und bitte melden Sie sich, wenn Ihnen der Vorfall auffällt. Und ja. Die das kommt mir doch richtig geil vor, oder? Ja, das Wildeste war dann vor der Landtagswahl, als dann noch so eine E-Mail rauskam, ja, bitte wählen Sie nur demokratische Parteien. Ach, wirklich? Also, ja, ja, ich kann jetzt nicht so genau sagen, wer das geschrieben hat, aber weil da würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen doxen. Aber es kam von ganz oben, sage ich mal so, in diesem Betrieb. Ja. Okay, ja, gut, weiter. Machen wir so weiter, Mann. Das Gendern. Man will es wieder mit aller Kraft reinpacken in die Sprache, aber wir sind eigentlich schon drüber hinaus. Und es nervt mich auch total, dass man glaubt, man würde die Welt verbessern, wenn man die Sprache ändert. Weil eigentlich muss man doch an der Realität irgendwas ändern. Und es ist so der einfachste Weg, den man sich vorstellen kann. Einfach auf dem Papier denkt man sich was aus und hier noch ein paar Ständchen hin und plötzlich ist die Welt besser. Julia ist natürlich nicht die Einzige, die sagt, Gendern, das geht mit ihrem erlernten Sprachgefühl nicht zusammen. Und diese Diskussion, die wird natürlich nicht nur im deutschsprachigen Raum geführt. Und wir von Respekt haben uns mal angeguckt, wie ist es eigentlich in anderen Ländern und in anderen Sprachen. Das heißt, die sind jetzt nach Spanien geflogen und haben sich dort einen Lenz gemacht. Wir haben doch mal diesen einen spanischen Werbeclip geschaut. Wo ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Genau, so, da haben wir von Sprite, das war so ein Pride-Werbespot von Sprite. Das reimt sich, aber es ist tatsächlich so. Genau, und da stand am Ende irgendwie Oh Gott, kriegst du nicht mehr zusammen. Ja, ja, irgendwie ging es auf jeden Fall um diese Vokabel Stolz. Stolz ist, wenn du dein Kind so akzeptierst oder so. Und irgendwie dieses Wort Kind, oder da war irgend so ein Wort, so ein Substantiv. Und Spanisch ist ja so eine Sprache, so eine romanische, wo es dann auch diese Endung gibt. Je nachdem, ob das eine weibliche oder männliche Person ist, dann hatten die dann einen X draus gemacht. Halt. Ah, das war's, also, stimmt, so ein X. Ja, ja. Genau. Also, ich kann jetzt nicht für Spanisch sprechen, aber zum Beispiel in Italienisch ist es ja so, was weiß ich, da gibt es halt Ragazzo und Ragazza, also Junge und Mädchen. Oder was weiß ich,
Medico und ja, gibt es Medica? Ich glaube. Auf jeden Medici. Fall. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also, ja. Es gibt verschiedene Endungen für verschiedene Geschlechter. Und da hast du halt kein Diverses zum Beispiel. Du hast keine diverse Endung. Und genau in Spanisch zum Beispiel machen sie das teilweise mit dem X. Na, ich bin gespannt. Lass uns das mal anschauen. Das Französische ist eine Sprache, in der viele Wörter im Satz je nach Genus, also nach Geschlecht, anzugleichen sind. Zum Teil noch öfter als im Deutschen. Er bzw. sie ist intelligent heißt zum Beispiel il est intelligent. Oder eben elle est intelligente. Da ist Gendern eine besondere Herausforderung. Auch gab es lange für einzelne Berufs- und Amtsbezeichnungen keine weibliche Form. Die Académie Française, oberste Hüterin der französischen Sprache, billigte keine Änderungen der althergebrachten Regeln zu Wortbildung und Grammatik. So war zum Beispiel das Wort für Bürgermeister oder Minister nur männlich. Le maire, Based. Le ministre. Erst als es immer mehr Frauen in diesen Ämtern gab und diese auch forderten, als Frauen angeredet zu werden, kamen feminisierte Berufs- und Amtsbezeichnungen in amtlichen Texten und auch in der Presse auf. Also zum Beispiel la maire, la ministre. 2019 zog dann auch die Académie Française nach und akzeptierte die neuen Wortformen. Außerdem immer häufiger zu sehen, neue inklusive Schreibweisen. Dann stehen zum Beispiel im Wort Mittepunkte. Die Abgeordneten, les députés. Ach du Scheiße, das ist ja noch behinderter als bei uns. Boah, das ist ja richtig behindert. Mich hat jetzt schon dieses Beispiel hier mit den Artikeln getriggert, weil ich gehe nochmal hier hin. Le maire, le ministre wird dann la maire und la ministre. Und das ist erst seit 2019 wird es so abgesegnet von der Académie Française. Also das ist ja wirklich sehr kurz. Mir kann keiner erzählen, dass es da nicht trotzdem noch aktuell breiten Widerstand dagegen gibt. Weil das ist ja so wie bei uns, als würdest du jetzt sagen, der Bürgermeister und dann die Bürgermeister, weißt du, ohne einen Innen anzuhängen, sondern du tust einfach den falschen Artikel sagen. So als würde ich jetzt sagen, der Arzt, die Arzt. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Aber war nicht irgendwie das jetzt verboten worden, diese Gendersprache? In Frankreich? Bild mir ein, in den letzten zwei Jahren gab es doch irgend so ein Gesetz dafür, dass das alles bleibt, wie es ist. Vielleicht kommt das noch, ja, weil mich wundert das auch so ein bisschen hier, dass sie gerade Frankreich als Beispiel bringen, weil Frankreich sollte ja den meisten Menschen bewusst sein, die sind extrem konservativ, was die Sprache angeht. Also das geht ja sogar so weit, dass zum Beispiel du schon seit Jahrzehnten Regeln hast im Rundfunk, im Radio, dass eine bestimmte Anzahl französischer Lieder gespielt werden muss, weil die halt so ihre Sprache bewahren wollen. Und auch bei vielen, gerade auch technischen Begriffen, solche der Computer, wir sagen ja Computer. Genau, bei denen ist das halt der Rechner quasi, der Ordinateur. Ja. Also eigentlich könnten wir auch Rechner sagen, das wäre eigentlich auch was cool, aber die sind da auf jeden Fall sehr stringent. Also die benutzen da gerne eigene Wörter, denken sich was eigenes aus. Ja. Okay, lass mal weitergehen, vielleicht wird das noch aufgelöst. Aktuell gibt es heftige Diskussionen um ein neues Personalpronomen. Bisher kennt das Französische nur die Pronomen il für er und elle für sie. Neuerdings kursiert auch das Pronomen iel, das bezieht auch diverse Menschen mit ein. Ein französisches Wörterbuch hat es bereits in seine Online-Ausgabe aufgenommen. Auf entrüstete Stimmen reagiert der Verlag mit dem Argument, dass es um eine aktuelle Sprachentwicklung gehe, die ein Wörterbuch dokumentieren sollte. Dum, 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 dum. Englisch. Also nicht gekürzt. Die englische Sprache. Yell ist einfach ends wahrscheinlich. Ja. So das französische ends, ja. Reagiert der Verlag mit dem Argument, dass es um eine aktuelle Sprachentwicklung gehe, die ein Wörterbuch dokumentieren sollte. Englisch. Die englische Sprache ist von der Wortbildung und Grammatik her in vielen Fällen ohnehin geschlechtsneutral. Da stellen sich weniger Fragen. Anders bei den Pronomen. Immer öfter taucht they als Ersatz für he, er und die weibliche Form she auf. Das Pronomen wird also nicht nur für den Plural, sondern auch für Einzelpersonen verwendet, um alle Geschlechter mit einzubeziehen. Also egal wie gut man es macht, irgend so ein Woker-Scheißer findet immer noch irgendwas, um es zu verbessern. Danke. Ja, klar. Klar. In den amerikanischen Südstaaten ist übrigens die Anrede y'all für you all gang und gäbe. Außerdem gibt es immer mehr geschlechtsneutrale Wörter, zum Beispiel Fire. Warte mal, was ist denn das jetzt für ein Sinn? Was hat denn das jetzt für einen Sinn? Die können ja nicht mal Englisch. You, das Wort you ist ja. Erstens das und vor allem ist das Wort you hat doch gar kein Geschlecht. Also, das ist ja ein Pronomen. Du, also ich sag zu einer Frau und zu einem Mann und zu einem End sage ich zu allem you. Also. Was hat denn das jetzt für einen Sinn gehabt? Das war so das dümmste Argument, was ich je gehört habe. Ja, man sagt übrigens y'all. Also wow, okay, Glückwunsch.
Man sagt auch, irgendwo im Westen sagen die Türken Laden zu ihren Kumpels. Also, hä? Was ist denn das? Wörter. Zum Beispiel Firefighter statt Fireman. Spanisch. Im Spanischen gibt es neue Pluralformen, die neben männlich und weiblich auch das Geschlecht divers berücksichtigen. So wird zum Beispiel aus Amigos, der generischen männlichen Form, und Amigas, weiblich, Amigues. Die Idee, aus den geschlechtsdefinierenden Vokalen A und O am Ende eines Wortes ein Ad-Zeichen zu machen, ist wieder verblasst. Wohl, weil es schriftlich zwar gut... Siehst du, wir waren mit der Wurzel gar nicht so weit weg. Ja, die kommen hier mit Ad-Zeichen. Alter, krass, ja, da fängst du dann an, Alt-Griff zu drücken und so. Oh Gott, ey. Oh Gott, das wird... Gut erkennbar war, mündlich aber nicht. Von konservativ bis liberal. Dass Gender nicht nur eine sprachliche, sondern auch eine politische und kulturelle Frage ist, zeigt sich ganz besonders in Polen. Das Polnische hat ein sehr komplexes Genussystem, hinzu kommt aber auch der starke Einfluss der katholischen Kirche auf die Gesellschaft und die konservative Regierung. Gendern wird als krankhafte Haltung an den Pranger gestellt. Ein Riesenkontrast zu den skandinavischen Ländern, deren Sprachsystem allerdings auch deutlich anders ist, was das Gendern erleichtert. Schweden zum Beispiel hat 2015 das geschlechtsneutrale Pronomen hen offiziell eingeführt. Worum es ja wirklich geht, ist, dass Frauen... Na gut, Schweden, alles klar. Also, dass die schon seit 2015 so einen Unsinn machen, ist klar. Also, das konnte ich mir gut vorstellen. Hen, ja. Geschlechtsneutral, okay. Ist ja auch spannend, wenn das so... Also, man merkt gar nicht, dass es irgendwie von oben kommt, wenn das in allen Ländern in der letzten Zeit gleichzeitig stattfindet, ne? Das ist organisch entstanden, dieser Wunsch. In jedem einzelnen Land haben die, sind die aufgewacht und haben gedacht, so also ein bisschen gendern wäre eigentlich cool. Ja. Also das war tatsächlich relativ interessant, fand ich. Ja, war ein schöner Überblick. Ja. Ja, war ein ganz guter Überblick. Hm, okay, machen wir mal weiter, würde ich sagen, oder? Ja. Ich spule hier nur ein bisschen vor. So. Hier. So. Ja. Menschen, intergeschlechtliche Menschen im echten Leben nicht benachteiligt werden. Darum sollte es doch eigentlich uns allen gehen. Und wenn jetzt aber dieses Gezanke um Gendern am Ende diesem großen Ziel schadet, weil viele Menschen so genervt sind, wenn sie nur das Wort Gender hören, dann ist es irgendwie auch nicht Sinn der Sache, oder? Online habe ich die Seite genderleicht.de entdeckt. Die ist vollgepackt mit Infos, Videos, Tipps, alle darüber, wie man elegant, verständlich und gendersensibel spricht und schreibt. Und das ist die Leiterin des Projekts. Hallo, wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir haben mal wieder Inhalt für ein Let's Play. Genderleicht.de, das wird direkt abgespeichert. Ach, das ist ja geil. Ist das ein Spiel? Nee, ist so eine Internetseite, wo wir gesagt, genderleicht.de. Ach so, okay. Ja, da kann man sich verschiedene Tipps abholen, wie man so schön gendern kann. Das können wir uns vielleicht irgendwann mal anschauen. Okay, weiter geht's. Ich glaube übrigens, dass die Moderatorin das... Jetzt habe ich es verkackt. Ja, ja. Siehste, ins Einkaufskorb. Und sein Einkaufskorb. Ja. Dass sie das Auslinken macht. Dass sie sagt, ja, es wäre zwar schön, aber es kommt ja real nichts rum und darum soll es doch eigentlich gehen. Letztlich ja, genau. Das ist auch wieder so ein Ding. Du gibst letztlich dem Ansatz, im Ansatz, sage ich mal, also Anführungszeichen, rechten Standpunkt recht, aber halt mit einem linken Argument. Also für die linke Sache. Ja. Ja. Clever, okay. So, jetzt bin ich sehr gespannt auf, oh, ja, auf diese Frau rechts. Und das ist die Leiterin des Projekts. Hallo, wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Herzlich willkommen bei Respekt. Sehr schön. Respekt ist genau ein gutes Thema, denn darum geht es ja in dieser ganzen Geschichte mit dem Gendern. Was sofort auffällt, wenn man Ihr Buch liest oder auch nur überfliegt, für einen Ratgeber zum Gendern sind da ziemlich wenige Sternchen drin. Und das mit Absicht. Genderbewusst sprechen muss nämlich nicht automatisch bedeuten, dass den Sprachtraditionsfans die Hutschnur reißt. Es kommt jetzt immer darauf die Sprechsituation drauf an und auf die Zielgruppe. Wenn ich warte also mal, das finde ich jetzt zum Beispiel interessant. Guck mal, bei ihr steht es Gender-Expertin und Journalistin. Und bei, ganz am Anfang bei der Moderatorin stand auch Moderator Sternchen in, oder? Ja, die tun jetzt prinzipiell so ein bisschen mit diesen Titeln spielen. Also die andere, die dagegen war, die war dann auch nur Journalist, in Anführungsstrichen nur. Ach so? Hm. Ach, ja, tatsächlich. Ah, okay, okay. Und hier haben sie sie vielleicht gefragt, wie sie angesprochen werden möchte oder irgend so ein Scheiß. Ah, okay, interessant, interessant. Ah, okay. Und ich glaube, sie ist jetzt Team Radfahrende und Studierende oder so, würde ich jetzt sagen. Ja, und Radfahrer und Radfahrerinnen, weißt du, so diese Die Doppelnennung, stimmt. Ja, Doppelnennung, so was sich noch irgendwie halbwegs reinbauen lässt, ohne dass man halt einen Krampf kriegt, also ohne Sonderzeichen. Welt.de, okay, wenn man so möchte. Ja, genau.
also direkt vor einem Publikum stehe, wo ich weiß, das ist jetzt eine total gemischte Gruppe. Da habe ich also Männer, Frauen, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, nicht-binäre Menschen. Dann kann ich zum Beispiel in der Ansprache, gehe ich ja direkt ins Du oder ins Sie. Das heißt, ich spreche direkt zu den Menschen und muss gar nicht differenzieren, wer sitzt hier eigentlich vor mir, sondern ich sage herzlich willkommen allen, die heute hier bei uns sind und uns zuhören. Also gibt es viele Möglichkeiten, damit die, die mir gerade zuhören, nicht abgeturnt sind von diesem diese komische Innen, dieses Wort, was dann vielleicht auch noch so betont wird. Ja, gerade Menschen, die das nicht so gut können, die das nicht so oft machen, die sagen dann Zuschauer innen. Ja, und dann hören die Zuhörenden immer nur innen, innen und dann ärgert es sie. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Man kann geschlechtersensibel sprechen und muss trotzdem nicht an jedes Hauptwort mindestens... Ich wollte mal hier nochmal kurz Pause machen, weil ich weiß nicht. Irgendwie... Mir fällt das schwer einzuordnen, jetzt die Frau hier, muss ich wirklich sagen. Weil das Ding ist ja, es wird ja häufig so gern kolportiert, dass diese Gendersprache hat ja auch viel mit Macht zu tun. Weißt du, dass du wirklich offensiv einen Standpunkt vertrittst, weißt du? Ach so. Und sie will ja letztlich das Gegenteil, oder so zumindest klang es hier an. Also ja, dass wir erstmal gar nicht darüber sprechen, weißt du, sondern dass du nur du oder sie sagst. Also irgendwie... Also ich fühle mich dann so, spürst du dieses süße Gift irgendwie, was sie ausströmt? Ich denke, wahrscheinlich geht das in so eine Richtung. Also sie geht einen Schritt auf dich zu, aber will dir halt trotzdem letztlich diese Gendersprache reindrücken. Ich meine, sonst hättest du nicht eine Seite genderleicht.de gemacht und ein Buch darüber geschrieben. Was vom Duden unterstützt wurde anscheinend. Aber ich sollte vielleicht noch kurz erläutern, wie ich auf diese Gift-Metapher komme. Sie hat halt am Anfang gesagt... Wenn du vor einer Gruppe stehst, die durchmischt ist, also wenn du dir nicht sicher sein kannst, ob die auf deiner Seite sind, dann solltest du dich ein bisschen zurückhalten. Aber wenn du merkst, da sind nur lauter Ensens, dann kannst du mit innen um die Ecke kommen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das hat sie zwar nicht explizit gesagt, aber implizit. Würde ich tatsächlich auch denken, dass das so... dass das so der Tipp war letztlich eigentlich. Also kenn dein Publikum, passt die Sprache drauf an, ja, aber wenn, du kannst so richtig frei gehen, dann, wenn du willst, die sind auf deiner Seite. Ja, interessant. Okay, so, jetzt kommt der Abschluss. Ja. Wenn sie besprechen und muss trotzdem nicht an jedes Hauptwort mindestens einen Stern und ein Innen hinhängen. Vor allem, wenn man weiß, dass man mit Menschen zu tun hat, die sich an dieser Art zu sprechen dann doch ganz schön reiben. Das werde ich in Zukunft absolut beachten, also guckt weiterhin fleißig Respekt. Aber einen Stern habe ich noch für euch und zwar DJ Stern. Wir treffen nämlich nochmal Theresa, die legt hier hinter mir auf im Import-Export in München. Und so ganz nach staubtrockener theoretischer Gender-Aktivistin klingt das Ganze nicht, oder? Wie aus Safe Space. Ja, geht's ja übelst ab dort, ne? Ja. Okay, das war's. Sehr schön. Ja. Ja, da ist sie erstmal nochmal für 18,36 Euro auf eine Party gekommen, ist doch. Auch schön, auch schön. Und die DJin da wurde wahrscheinlich auch ein bisschen bezahlt. Ja, natürlich. Die ist Geschäftsmann. Ja. Das war eine schöne Folge, fand ich. Also tatsächlich, konnte man sich gut auslassen. War mal ein interessantes Thema. Wir wollten ja extra hier mal was wählen, was ja nicht ganz so den Themen entspricht, die wir sonst immer hören. Also Klima, Migration, Lesben, Schwule. Sondern hier mal irgendwie das Thema Gendern. Ist mal was anderes. Hat schon von den üblichen Verdächtigen lange keiner mehr was zu gemacht, finde ich, ne? Zum Thema Gendern? Ja. Ja, das wird so ein bisschen aufgegeben aktuell, habe ich das Gefühl. Also, weil die selber merken, da ist nicht viel zu holen. Das schreckt die Leute eher ab. Lehnen die sich ob des Sieges so ein bisschen zurück. Könnte auch sein. Gut. Ja. Ja, gut, man muss ja dazu sagen, zum Beispiel in der Tagesschau wird ja weiterhin gesagt, innen und so. Also, das Ding ist, die machen das halt einfach. Weißt du, die reden da jetzt nicht viel drüber. Die sind halt jetzt in der Phase, wo die es einfach machen. Also die ganzen GZ-Formate und die Tagesschau und so weiter, die machen das halt einfach. Die wollen das aktuell so reinprügeln. Aber die Zustimmungsraten für ihren Sprech, das Wort mal zu benutzen, die sinken ja. Die sinken tatsächlich? Ja, also für ihr Zeug sinken die, ne? Also die Ablehnung steigt. Und schon seit Jahren. Also deswegen ist das alles. Ich wusste, dass die Ablehnung groß ist. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass die steigt, aber okay, wenn du das sagst, wieder um 2-3% hochgegangen, die lag ja schon bei 80, 85% vorher.
Also, ne? Quelle für Trommibo. Quelle wäre zum Beispiel, das lief im, ich glaube, es war sogar Bayerischer Rundfunk oder so, da konnte man dann anrufen. Also du bist eine Stunde traktiert worden, wie toll und wie geil das ist. Und ach so, ah, die Leute anrufen, ja, ja. Und das war vernichtend. Ja, ich erinnere mich, da gab es mal so eine Umfrage, ja. Okay. Also liebe Leute, kein Fußbreit, den Gendersprech. Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.